Heute geht es um das Thema Short Selling oder einfach Leerverkäufe. Der Name Leerverkauf sagt bereits, worum es sich im Grunde handelt. Ich verkaufe etwas, das ich derzeit noch nicht besitze. Aber wie funktioniert das? Der Short Seller ist jemand, der auf fallende Kurse setzt. In unserem Beispiel begibt er sich zu einer Bank, weil er glaubt, dass die Kurse einer bestimmten Aktie demnächst fallen werden. Er leiht sich also von der Bank 1000 Aktien zu jeweils 100 Schweizer Franken, also insgesamt Aktien für 100.000 Schweizer Franken, und zahlt zunächst eine Sicherheitsleistung, auch Margin genannt, von 5000. Die Aktien, die jetzt alle in seinem Besitz sind, verkauft der Spekulant für je 100 Schweizer Franken. Nun sinkt der Aktienpreis um 10 auf 90 Schweizer Franken. Da der Preis der Aktien nun gesunken ist, kauft der Spekulant die 1000 Aktien wieder für den niedrigeren Preis ein. Diesen Kauf zur Deckung nennt man auch Cover, Buy to Cover oder Buy to Close. Folgende Bilanz kann nun gezogen werden: Verkauf von 1000 Aktien zu einem Preis von insgesamt 100.000 Schweizer Franken. Kauf von 1000 Aktien zu einem Preis von insgesamt 90.000 Schweizer Franken. Dies ergibt einen Gewinn von 10.000. Der Shortseller kann natürlich auch einen Verlust machen, wenn die Aktienwerte steigen anstatt zu fallen. Würde der Aktienpreis entgegen seiner Erwartung auf 110 steigen statt auf 90 zu fallen, würde der Spekulant die Aktien zu einem höheren Preis einkaufen müssen, weil er diese Aktien der Bank schließlich zurückgeben muss. In diesem Fall würde der Spekulant Aktien im Wert von 100.000 Schweizer Franken verkaufen, diese dann für 110.000 Schweizer Franken wieder einkaufen, woraus sich ein Verlust von 10.000 Schweizer Franken ergeben würde, zusätzlich zur Sicherheitsleistung. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Short Selling eine Überbewertung und Blasenbildung verhindert und durch Short Selling außerdem verhindert wird, dass Kleinanleger übermäßig viel Geld verlieren. Besuchen Sie für mehr Inhalte, Blogs und Videos zur wissenschaftlichen Vermögensverwaltung für jeden unsere Homepage www.samt.ag. Die Samt AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter.